Gelegen in einer der landschaftlich schönsten Abschnitte Brandenburgs befindet sich das Oderland-Camp Falkenhaken. Das im Jahr 1998 gegründete Camp wurde 2015 von der Technischen Jugend-, Freizeit- und Bildungsgesellschaft GmbH, kurz TJBFG, übernommen. Seit 2017 ist das Oderland-Camp Falkenhaken als internationale erlebnispädagogische Bildungs- und Begegnungsstätte anerkannt und ist prädestiniert für Klassenfahrten, Wandertage und Ferienlager. Geleitet wird die Einrichtung von Thomas Hesselbart oder Tom, wie ihn hier alle nennen. Der rund 700 Einwohner zählende Ort Falkenhaken-Mark ist umgeben von drei großen Seen und gehört zum Landkreis Märkisch-Oderland. Wenn es sich zeitlich einrichten lässt, begrüßt Einrichtungsleiter Tom seine meist jüngeren Besucher persönlich. Hallo, herzlich willkommen im Oderland-Camp. Hallo. Ich bin der Tom und ihr seid schon mitten in unserem Herzstück, in unserem wunderschönen Zeltlager. Für euch haben wir die ersten drei Zelte vorbereitet. Ihr habt heute aufgrund unserer Belegung den riesengroßen Vorteil, ihr könnt alle zusammen, jeder in einem Zelt schlafen. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Wie war eure Anreise gewesen? Gut. War gut, okay. Die Rucksäcke sind schnell abgelegt. Zeit, das Areal zu erkunden und vor allem die Atmosphäre auf sich wirken zu lassen. Und ganz muss man auch im Camp nicht auf die Annehmlichkeiten des Alltags verzichten. Stolz präsentiert Campleiter Tom den neu errichteten Sanitärtrakt, welcher nicht nur durch Besonderheiten besticht, sondern nur dank einer Kooperation bzw. Förderung überhaupt entstehen konnte. Schauen wir uns mal unser neu errichtetes Sanitärgebäude an. Hier rechts haben wir Gästezimmer und hier geht es in euren Bereich rein. Hier links haben wir die Mädchen. Duschen, Toiletten, rechts für die Jungs. Ja, was hier wichtig ist, ist logisch, nach wie vor haben wir das Thema Corona, also Desinfektion ist hier, habt ihr immer die Möglichkeit, hier nach dem Händewaschen alles zu desinfizieren. Wir machen das selber ein paar Mal am Tag. Das merkt ihr aber gar nicht, solltet ihr auch nicht merken, ihr sollt euch hier wohlfühlen. Was wir uns generell auf die Fahne geschrieben haben, ist Barrierefreiheit. Versuchen wir natürlich, auch was die Zeltgeschichte betrifft, selbst die Podeste sind begehbar durch eine Schräge, wo man auch mit dem Rollstuhl benutzen kann. Und hier, wie gesagt, auch ob das die Duschen sind, die Toiletten oder sonst irgendwie was, legen wir da ganz, ganz großen Wert drauf. Es war ganz einfach eine Kooperation, eine Zusammenarbeit mit der LAG. Wir haben die ersten zwei Jahre haben wir ja komplett Dusch- und Waschcontainer, Toilettencontainer hier aufgestellt. Das war bei uns natürlich ein ganz, ganz großes Problem, gerade im Sommer mit der Zuführung des Frischwassers und deren Verbreitung von Viren, wenn das Wasser erst stillsteht. Das heißt, es musste ständig gespült werden. Und da haben wir praktisch diese Zusammenarbeit gehabt, auf die wir unwahrscheinlich stolz sind. Und heute können wir euch das präsentieren hier. Was für den einen oder anderen vermutlich nur nebensächlich ist, war für Thomas Hesselbart eine Herzensangelegenheit. Was mir persönlich wichtig war und was wir auch durchdrücken konnten, war die Geschichte mit dem Arbeiten von absolut regionalen Firmen. Und da spreche ich jetzt nicht von Firmen irgendwo aus Brandenburg, sondern die kamen ja alle im Umkreis von 30 Kilometern. Und das hat mir sehr, sehr viel Kraft gekostet. Ich glaube, letzten Endes konnten wir es durchsetzen und das macht uns unwahrscheinlich stolz. Durch und dank der Fördermittel aus der Europäischen Union und dem Brandenburgischen Landwirtschaftsfonds kann das Oderland-Camp Falkenhaken ganzheitliche Barrierefreiheit für seine Gäste bieten. In den Weiten des Camps können sich die Gäste unbehelligt entspannen, die Natur neu oder wiederentdecken und fernab vom Stadtlärm einfach mal die Seele baumeln lassen. Wer seine Batterien wieder aufgetankt hat, sollte Zeit mitbringen. So vielfältig sind die erlebnispädagogischen Angebote. Oderland-Camp Falkenhaken ist eine Geschichte, die verschiedene Aktivitäten anzubieten hat. Und dabei handelt es sich oftmals um Aktivitäten, die ich woanders so in diesem Ausmaß nicht tätigen kann, wie zum Beispiel die Bogenschießgeschichte. Wir bieten an den Bau von Bumerangs, die dann unsere Gäste, meistens Kinder, Jugendliche, anschließend auch mit nach Hause nehmen können, hier komplett fertig gestalten können, inklusive Lackieren.
Wir bieten Schnitzkurse an. Und was ebenfalls ein Highlight ist und was natürlich auch regional so ein bisschen bedingt ist, wir haben auch eigene Kajaks, mit denen wir hier über 3 Seen schippern können. Das ist eine Gesamtrunde von etwa 9,5 Kilometern, was sehr, sehr gut ankommt bei unseren Gästen. Was uns eben auszeichnet, ist einfach mal diese Weitläufigkeit und ringsrum die Natur. Neben der genannten Vielfalt an Angeboten und Attraktionen bietet das Oderland Camp Falkenhagen auch einen Fahrradverleih an, um die Gegend in den angrenzenden Naturgebieten zu entdecken. Für einen kleinen Unkostenbeitrag von 5 Euro für 4 Stunden bzw. 9 Euro für den ganzen Tag kann man nach so viel Entschleunigung auch wieder beschleunigen. So ihr Lieben, jetzt sind wir bei unseren Fahrrädern angekommen. Das ist so eine Geschichte, da haben wir eine riesen Lücke geschlossen und haben uns im vorigen Jahr dazu entschlossen, 25 Mountainbikes uns anzuschaffen in 4 verschiedenen Rahmengrößen. Die haben alle dieselben Räder drin, aber die Rahmen sind unterschiedlich groß. Das sind ja Mountainbikes und mit der Sicherheit haben sie dann auch so Helme und Schlösser? Ja, selbstverständlich. Wir müssen ja damit rechnen, dass ihr das Fahrrad irgendwo mal in einem Eisdiele fahren wollt zum Beispiel und könnt da draußen stehen lassen. Anschließend Schloss. Helm kriegt sowieso jeder automatisch mit, also gibt kein Fahrrad ohne Helm raus. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Nicht, dass wir hier jemand zurückkommt und hat einen aufgeschlagenen Kopf. Ganz, ganz wichtig. Schauen wir uns an. Und dann sind wir schon in unserem dritten Raum. So, da haben wir hier die Helme in 2 verschiedenen Größen. Einer passt immer, weil das eine Von-Bis-Größe, die sind sehr individuell einstellbar. Ich würde euch natürlich dann auch Schlösser mitgeben, die sind nicht leicht, aber wenn ihr mit dem Fahrrad eine Tour macht, habt ihr bestimmt Rucksack und so weiter bei, wo das ganz schnell drinne verschwindet und fertig. Ja? Ist uns auch ganz wichtig, dass ihr die Fahrräder wirklich, egal wo ihr steht, ob ihr zum Baden fahrt oder sonst irgendwas, dass ihr die vernünftig anschließt. Okay. Erst dann tritt der Versicherungsschutz in Kraft. Auf dem Areal des Oderland Camp Falkenhagen befindet sich außerdem ein professioneller Bogenschießstand. Hier kann man sich unter Anleitung des Campleiters Tom ausprobieren. Allerdings nicht in der traditionellen oder gar Sportvariante, sondern in der sogenannten Intuitivvariante. Ich war der Mann der ersten Stunde am 1. April 16. Haben Ende 16 den Gedanken gehabt für eine Bogenschießanlage, die damals noch sehr, sehr primitiv aussah. Wir haben einfach ein paar Europaletten da hinten hingestellt und dann auf unterschiedliche Entfernungen drauf geschossen mit 4 einfachen Bögen und haben uns dann so ausgesponnen, dass wir eine Anlage mal haben wollten, die seinesgleichen zumindest in der Region sucht. Und haben das auch mit vereinten Kräften gemacht und haben uns überlegt, wie machen wir das am besten, wie können wir die Sicherheit auch gewährleisten. Das ist ja nun oberstes Gebot und Nummer 1. Und dann sind wir letztendlich zu dieser Geschichte hier gekommen. Kommt sehr, sehr gut an bei unseren Gästen. Jeder, der hier ist, hat eigentlich Bogenschießen gemacht. Wir haben an den Bögen keinerlei Zielvorrichtung, sondern schießen nur aus dem Bauch heraus. Die Besonderheit an der Schnur ist, dass wir hier einen Messingring drauf haben, den sogenannten Nockpunkt, der dafür da ist, um den Pfeil einzulegen und dass der Pfeil immer im selben Winkel zum Bogen liegt. Auch zu den Pfeilen gibt es das ein oder andere zu erzählen und vor allem zu beobachten. Die Besonderheit an dem Pfeil ist diese, dass wir hier 3 Federn haben, 2 gleichfarbige. Und eine andersfarbige. Die andersfarbige ist die Leitfeder. Leitfeder deshalb, die hat immer nach oben zu stehen. Warum ist das so? Wenn der Pfeil den Bogen verlässt, dann bekommt er hier einen Drall und er ist in der Luft stabiler in seiner Flugphase. Also das ist ein Pfeil, der schon abgestumpft ist, aber aufgrund seiner Geschwindigkeit, die er zurücklegt, eben natürlich auch Menschen verletzen kann und die auch lebensgefährlich verletzen kann. Und deshalb, wie gesagt, ist uns die Sicherheitsfrage oberstes Gebot. Sie sehen selber hier vorne mit der roten Linie, der Schießleiter sagt, wann die eben übertreten werden darf und so weiter. Also bei uns ist auch noch nie was passiert. Aber die Pfeile, das ist ein Carbonpfeil, ein ganz leichter Carbonpfeil, der kann natürlich einen Haufen Schaden anrichten. Das ist klar.
Und das soll ja auch so ein Stück weit der Reiz sein, dass wir hier nicht irgendwie mit irgendwelchen Saugnäpfen schießen, sondern dass wir eben sagen können, oder die Kinder, die hier das Gelände verlassen haben, Mensch, ich habe ein Erlebnis gehabt, ich habe Bogenschießen gemacht. Und dann ging es für die drei ans Eingemachte. Da bekanntlich noch kein Meister vom Himmel fiel, brauchte es ein paar Anläufe, bis die Pfeile im anvisierten Bereich einschlugen. Und die angebotenen sportlichen Aktivitäten beschränkten sich bei weitem nicht nur aufs Bogenschießen, frei nach dem Motto, einfach mal machen. Das Oderland Camp Falkenhagen ist eine Oase der Entspannung und Entschleunigung. Hier lässt sich die heimische Natur noch hautnah erleben und dem Trubel der Stadt entfliehen. Egal ob Teambildungsmaßnahme, Klassenfahrt oder Wochenendausflug, das Team rund um Thomas Hesselbart und des TJFGB sind ihre Ansprechpartner. Dieses Projekt wurde gefördert aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes und kofinanziert aus Mitteln des Landes Brandenburg. www.lag-oderland.de, www.lida-tv.de